Stimmt. Für die Fraktion Die Linke, Frau Kittler jetzt, bitte schön. Ja, ich habe eine Frage zu dem Polizeieinsatz in der Alice-Salomon-Hochschule am Rande des Aufmarschs von Neonazis am 2. April in Marzahn-Hellersdorf, bei dem unter anderem Lehrpersonal und Studierende ins Audimax getrieben, Eingänge gesperrt und Ausweiskontrollen durchgeführt wurden. Ich frage, warum hat die Polizei das Gebäude mit einem massiven Aufgebot gestürmt, um ein Transparent zu beschlagnahmen, ohne vorher zum Zwecke der Deeskalation das Gespräch mit dem Hochschulrektor zu suchen, der sich ja extra als Vermittler zur Verfügung gestellt hatte und vor Ort war? Und wo bleibt da die Verhältnismäßigkeit? Herr Senator Henkel. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Kittler, richtig ist, dass es am 2. April in Hellersdorf und in der Umgebung, ich glaube, insgesamt 7 angemeldete Demonstrationen gab. Die von Ihnen hier formulierten Schilderungen kann ich im Einzelnen jetzt gar nicht nachvollziehen. Das kann man nacharbeiten im Innenausschuss. Da war es, glaube ich, auch vom Kollegen Tasch als besonderes Vorkommnis angemeldet. Aber zu den unmittelbaren Vorgängen zur Alice-Salomon-Hochschule habe ich mich natürlich informieren lassen. 7 angemeldete Demonstrationen, eine davon führte an der Alice-Salomon-Hochschule vorbei. Es ist richtig, es ist im Vorfeld der Demo ein Informationsgespräch auch mit dem Rektor der Hochschule stattgefunden hat. Richtig ist aber auch, dass darauf hingewiesen wurde während des Gesprächs, dass die Polizei verpflichtet ist, bei Störungen, die aus der Hochschule heraus geschehen, einzugreifen. Störungen, die eine Versammlung etwa unmöglich machen oder Ähnliches. Dann hatten wir die Situation, so habe ich es mir schildern lassen, dass dennoch ein Plakat oder ein Transparent, sagen wir es so, ein Transparent aus der Natürlich, soll ich Ihnen ein bisschen Zeit geben für Ihre Empörungsshow? Dann machen Sie es. Ihre Kollegin Kittler hat eine Frage gestellt und ich versuche die... So, und jetzt hören wir aber dem Senator mal zu, sonst Nein, er kann die Frage nicht beantwortet werden. Ich muss nicht zuhören, er kann hier weiter auf Empörung machen oder den Saal verlassen. Zur Sachlage ist darauf hingewiesen worden in einem Gespräch, dann gab es dieses Transparent, von dem Sie wissen letztlich wahrscheinlich, was drauf stand. Dieses Transparent hatte nach Aussage der Polizei und nach Prüfung des Justiziats einen strafbewehrten Inhalt. Und deshalb hat man eingegriffen, weil dieses Transparent angebracht wurde am Fenster der Hochschule, insofern für alle sichtbar. Und Sie wissen, dass die Polizei nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet ist, einzustreiten, wenn etwas Strafbewehrtes vorliegt, auch verpflichtet ist, Straftäter in den Zusammenhang gegebenenfalls festzunehmen. Das alles ist dann offensichtlich geschehen und führt zu der Fragestellung, die Sie hier formuliert haben. Aus meiner Sicht und nach der Kenntnis, die ich von diesem Vorgang habe, mag das für Sie empörend sein. Für mich ist das ein Verfahren, das die Polizei rechtsstaatlich an dieser Stelle durchgeführt hat. Danke, Frau Kollegin Kittler. Sie möchten bestimmt eine Nachfrage stellen. Bitte schön, dann bekommen Sie das Wort. Ja, das finde ich durchaus empörend, da haben Sie recht. Und wenn denn die Polizei so schnell und konsequent gegen vermeintliche Straftaten vorgeht, dann frage ich Sie, warum wurde dann nicht dagegen vorgegangen, dass aus diesem rechten Aufmarsch heraus mehrfach der Hitlergruß gezeigt wurde? Und warum wurde deren Plakat denn eigentlich nicht beschlagnahmt, wo drauf stand, Linksfaschisten haben Namen und Adressen? Sehr schön, Herr Senator. Ich habe vorhin vom Legalitätsprinzip gesprochen und ich habe davon gesprochen, was als strafbewehrt eingeschätzt wird und was nicht. Ich habe darüber informiert, dass der Justiziar der Berliner Polizei beide Seiten geprüft hat und das Transparent der Rechten mit einem ähnlichen Schriftzug wurde
so eingeschätzt, dass es den Straftatbestand nicht erfüllt. Und deshalb ist man auch nicht ausgegangen. So, dann kommt die zweite Nachfrage, Frau Kollegin Beira. Bitte schön. So, Frau Beira hat das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Innensenator, Sie haben sich ja hier gerade selbst vorgeführt, auf welchem Auge Sie blind sind. Daher die Frage, werden Sie sich mit dem Rektor der Hochschule unterhalten und werden Sie in Zukunft dafür sorgen, dass solch unverhältnismäßige Eingriffe seitens der Polizei sich nicht wiederholen? Herr Senator Henkel. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Beiram, es ist schön, dass Sie sich über meinen Gesundheitszustand Sorgen machen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich mit beiden Augen gut sehe und das bisschen, was mir an Dioptrien fehlt, das gleiche ich mit dieser Brille aus. Insofern müssen Sie sich keine Sorgen machen, ob ich links oder rechts blind bin. Ich sehe alles in allem sehr gut. Erster Teil der Beantwortung Ihrer Frage. Der zweite Teil Ihrer Frage, den beantworte ich wie folgt. Wenn ich der Auffassung bin, dass hier übermäßig hart oder falsch vorgegangen worden wäre, dann hätte ein solches Gespräch schon stattgefunden. Nach all dem, was mir über diesen Einsatz bekannt ist, ist alles richtig verlaufen, nach rechtsstaatlichen Mitteln und Maßnahmen. Und im Übrigen waren diese 7 Demonstrationen alles in allem, trotz massiver Störungen, die es von beiden Seiten gab, etwas, was die Polizei, wie ich fand, gut abgewickelt hat. Insofern gibt es für mich keinen Grund, hier nachzubessern, wenn es um rechtsstaatliches Handeln der Berliner Polizei geht.